Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Im vorangegangenen Blog haben wir, glaube ich, mehr als deutlich gemacht. Oh, das ist aber auch ein schönes Gefühl, wenn so ein Filter spielt, wenn man drauf sitzt. Wir haben, glaube ich, deutlich gemacht, dass Holger die Schnauze gestrichen voll hat vom Koi-Hobby, was nicht zuletzt an der Filtergeschichte liegt. Hier unten steht ein Zentimeter Wasser, als wir gefragt haben, hat er gesagt, ich weiß es nicht, ich habe auch keinen Bock mehr hier reinzukommen. Es ist immer irgendwas hier vorne am Filter, da ist Flugrost ohne Ende. Hier hinten ist Flugrost ohne Ende, an Verschweißungen, Übergänge. Also er ist wirklich durch, er ist stinksauer. Er sagt, wenn man die Firma anschreibt, es geht 2-3 Monate, bis überhaupt mal eine E-Mail beantwortet wird. Er hat keinen Bock mehr auf hochtechnologisiert, er traut sich nicht mehr in Urlaub. Und er hat ja im vorangegangenen Blog gesagt, wenn jemand für die Fische ein Gebot abgibt, das einigermaßen vernünftig ist, kann er sie alle haben, alle abholen und dann kauft er sich irgendwann mal ein Ferrari oder sonst irgendwas. Und er hat, und das ist das Traurige, auf seinen 40.000, 45.000 Liter Teich, er hat 4 Bodenabläufe, 1 Skimmer, hat einen ausreichend großen Trommelfilter, hat extra einen gewählt, um hydraulisch entspannt zu sein. Am Anfang hat er einen kleineren gehabt, was gleich schief ging. Dann hat er sich den extra großen gekauft, hydraulisch entspannt, ging wieder schief. Er hat 5 oder 5,5 Kubik Genesis Biofilter. Ja, wälzt den Teich mindestens einmal pro Stunde um, hat 2 Belüftepumpen. Er hat alles wirklich so, wie es von uns empfohlen wird, gemacht und eigentlich ja überall funktioniert. Und seine Fische sind ja auch riesengroß geworden. Ja, aber gucken Sie mal den Kackfilter an. Der spült jetzt schon zum 2. Mal innerhalb von 1 Minute im Winter. Oder wie lange läuft der Block jetzt? 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, er spült schon zum 2. Mal im Winter ein Hund im Büro. Ja, also das geht gar nicht. Ja. So, und Holger kümmert sich um sein Zeug. Ich mache den Filter nur nicht auf, um Ihnen nicht zu zeigen, was es für ein Modell ist, weil wir wollen keinen Hersteller schlecht machen. Das muss jeder selber machen. Wir wollen nur davor warnen, dass solche Dinger können einen wirklich einen Spaß am Hobby verderben. Und glauben Sie mir, das war kein Schnäppchen. Holger wurde gerade von Andi gefragt, was hat denn das Ding gekostet? Sagt er, über 10. Ja, über 10.000 Euro und nur noch Schrott. Jetzt hat Holger, das zeigen wir nachher, überlegt, ob er den Teich irgendwie kleiner abteilen, dass er einfach auf weniger Kubik kommt. Und dann sagt er, aber ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich komme immer auf mindestens 20.000 Euro, was mich so ein Umbau kostet. Und ich habe letztens, als wir was trinken waren, habe ich schon zu ihm gesagt, Holger, es geht auf wie einfach. Wir nehmen deine Filterkammer, und bauen da einen Bürstenfilter rein. Weil eins weiß ich, an Platz hat er nicht gespart. Und Tim ist hier gerade vorher unten rumgekrochen und hat gemessen. Wir haben 5 Meter in der Länge, 2 Meter in der Breite und Wasserstand hier bis Bodenplatte 1,20 Meter. Also summa summarum basteln wir da ein 10, der spült schon wieder. Ein 10 Kubikmeter. Und das Sieb ist sauber. Basteln wir hier einen 10 Kubik Bürstenfilter rein. 10 Kubik, wissen Sie was? Das heißt, in der Mitte noch ein Steg drüber, dass man zum Reinigen drauflaufen kann. Das sind japanische Verhältnisse. Über 20% vom Teigvolumen werden Bürsten. Das Wasser bei 45 Kubik, das fließt wahrscheinlich hier mit 0,5 cm in der Sekunde bis nach hinten. Das ist so langsam, dass das Wasser am Schluss hinten nicht mehr weiß, dass es irgendwann mal im Teich war. Jedes Mal, wenn das Wasser wieder in den Teich kommt, denkt es, wow, Koi, geil. Letzt habe ich, aber ist ja eigentlich logisch, bin mal gespannt, ob Tim jetzt nickt oder den Kopf schüttelt. Da so eine Riesendokumentation, Entstehung der Erde, ZDF-Info, immer die gleiche Stimme, bei der man ungefähr nach 10 Minuten einschläft. Aber in den 10 Minuten erfährt man wirklich Spannendes. Wasser verliert sich auf der Erde nicht. Wasser bleibt immer gleich. Sprich, das Wasser, was wir heute trinken, haben vielleicht auch schon die Dinosaurier getrunken oder wurde da eingesetzt oder dort. Oder hast du auch noch nie drüber nachgedacht? Noch nie drüber nachgedacht, aber es macht Sinn. Es macht absolut Sinn und ich finde es echt spannend. Also, das hier wäre, wir haben jetzt vorher das angeguckt, Holger ist heute zickig, der hat seine Tage, an den kommt man nicht ran, ja, der ist unnahbar, den muss man jetzt erstmal mit Ideen zubomben, dann haben wir das angeguckt, der spült schon wieder. 4,5 Minuten. 4,5 Minuten zum 4. Mal gespült, also unfassbar. Und es sieht wirklich hier aus wie Scheiße, muss man ehrlich, anders kann man es nicht sagen. Ja. Und als wir wiedergekommen sind, hat der Tim gleich gesagt, wow,
das ist mega geil, so muss man das eigentlich machen. Und ich sehe es auch so. Weil, und jetzt gehen wir nach vorne, man hätte hier nur den einzigen Nachteil, dass man den Teich... Kommst du da hoch? Selbstverständlich, dass man den Teich nicht verkleinern würde. Das ist ja das, was Holger eigentlich will, dass der Teich mal ein paar Kubikmeter kleiner wird. Aber das ist halt wirklich so, in dem Moment, wo man hier anfängt. Er hat gesagt, hier eine Mauer reinziehen, ja, servus, hier eine Mauer reinziehen und dann einen Bürstenfilter rein und dann die Rohrleitung, zweiter Boden rein und ehrlich, Fische müssen raus, Fische müssen irgendwo untergebracht werden. Dann legt man neue Leitung, man muss einen Bürstenfilter bauen, das sind wirklich 20 weg. Was kostet das da hinten? Drei bis fünf. Ja, 3 bis 5 inklusive Bürsten. Genau. So, das ist Quatsch. Also das Kind mit dem 45.000 Liter Teich ist in den Brunnen gefallen. Das da hinten auch, aber das können wir nochmal rausziehen. Was machen wir jetzt? Die Entscheidung. Was glaubst du, kommt ein Gebot? Kriegen wir die Fische vermittelt über den Weg? Ich bin gespannt. Ich kann es nicht abschätzen. Was meinst du? Wir wetten dir um 1 Euro. Ich sage ja und du nein. Du kannst aber auch ja sagen, dann sage ich nein. Nee, wir bleiben dabei. Okay. Also passt. Geben Sie ein Gebot ab. Dann hat Holger und die Fisch ihre Ruhe. Das wäre sozusagen für beide Seiten eine gewisse Art von Zufriedenheit. Ist so. Sind's? Also 33 Fische sind's. Top. Und auch konditionell super drauf, ein paar haben ein bisschen Schleimüberzug, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wer ist dein Lieblingsfisch, Tim? Und welches ist deiner, Holger? Ich habe ein paar. Ein paar? Oh, jetzt kommt die Liebe zurück. Sag mal, welches deine Lieblingsfische sind. Denn das ist auch einer meiner Favorites. Sonst wäre es ein Elterntier. Und die drei Karashikohaku. Die sind alle drei geil, das stimmt. Und dann alle Kutschaku sind geil. Kutschaku ist halt der eine schon ein bisschen dunkel wurde. Von der Körperform nicht so gut, aber die anderen sind super. Also, er hat die gleiche auf dem Schirm wie ich. Genrinanashi da unten. Dann alle Karashikohaku. Und die Kutschaku, einer hängt ein bisschen hinterher von der Körperform. Aber der, wo dunkel geworden ist, wo der hochkommt, also auch wenn der dunkel ist, aber ein Kutschaku mit über 90 cm, das ist natürlich schon ein Brett. Also, Sie werden es erfahren, für was sich Holger entscheidet. Oder es liegt sogar diesmal in Ihrer Hand, den Lauf der Zeit zu beeinflussen. Das war jetzt schön gesagt. Ja? Ja. Also. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich Holger wünsche, weil er hat wirklich so viel Scheiße hier erlebt. Das ist das, was ich auch als erstes, glaube ich, worüber ich nachgedacht habe, was, sag ich mal, für ihn vielleicht das Beste wäre oder er sich wünschen würde. Ach, ich find, ein Bürstenfilter ist so ein Allheilmittel. Es wäre mal schön, so wieder zu zeigen. So ein Universaltherapeut. Genau. Also, in diesem Sinne, bis dann. Ciao.